Gestern hat das Parlament über die Entwicklungen in Polen debattiert. Die neue Regierung hat schon innerhalb weniger Monate elementare demokratische Rechte abgebaut. Sie hat die Zuständigkeiten des Verfassungsgerichts eingeschränkt und ihm unliebsame Richter abberufen. Die neue Medienreform stellt die öffentlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten unter die direkte Kontrolle der Regierung. Die Regierung plant außerdem den direkten Zugriff auf die Telefondaten und Internetaufrufe. Sie wollen wissen, wer mit wem wie lange gesprochen hat, wo sich Handybesitzer aufhalten und welche Google-Recherchen von ihren Bürgern durchgeführt werden. Das ist ein Bruch wichtiger demokratischer Rechte. Deshalb begrüße ich es besonders, dass die Kommission eine Untersuchung eingeleitet hat. Die Gespräche werden im Geheimen durchgeführt und es ist zu befürchten, dass nichts an die Öffentlichkeit gelangt. Deshalb habe ich in einem Brief an die Kommission verlangt, dass die Öffentlichkeit wenigstens über die Ergebnisse informiert wird. Es wird zu Recht kritisiert, dass die EU hier mit zweierlei Maß misst. Gegen die ungarische Regierung unter Orbán wurde nichts unternommen, weil seine Fidesz-Partei zur gleichen europäischen Familie gehört wie die CDU/CSU. Und deshalb hält Angela Merkel ihre Hand über die ungarische Regierung. Ebenso wurde gegen Spanien nichts unternommen, das vor kurzem das Demonstrationsrecht ganz erheblich eingeschränkt hat. Deswegen finde ich, dass es ein wichtiges Signal ist, der EU jetzt eine Untersuchung einzuleiten. Es bleibt zu hoffen, dass damit ein Stein ins Rollen kommt und der weitere Demokratieabbau in Europa verhindert wird.